Neben dem Borussia-Park soll es im September 2018 so aussehen. Der Bau des 39 Millionen Euro Komplexes ist im Zeitplan sogar leicht voraus. Hier der neue Fanshop, außerdem gibt es ein Vereinsmuseum, ein Vier-Sterne-Hotel und Räume für die Reha-Abteilung. Borussias Geschäftsführer Stefan Schippers erklärt, warum das Gebäude so wichtig ist für den Club. Mit diesem Gebäude hinter mir werden wir vielerlei Antworten geben können auf vielerlei Fragen, die Fans uns gestellt haben. Wo kann ich die Geschichte von Borussia erleben? Warum stehe ich am Spieltag so lange an am Fanshop? Oder gibt es die Möglichkeit der Übernachtung hier? Auch Antworten für Mitarbeiter und Kollegen, die jetzt in Bürocontainern wohnen. Haben wir die Möglichkeit, in neuen Büroräumlichkeiten hier ein richtiges Angebot zu geben? Und für Borussia Mönchengladbach ist das nach dem Bau des Stadions in Bezug 2004, ist das in 2018, wenn das Gebäude fertig sein wird, der nächste Schritt in die Zukunft von Borussia Mönchengladbach. Da können wir alle drauf stolz sein, da freuen wir uns drauf. Die Baustelle soll die tägliche Arbeit der Sportler möglichst wenig stören. Im Februar 2018 soll die Fassade fertig sein, dann beginnen die Innenarbeiten. Das hier sind zwei spätere Hotelzimmer. Die Trennwand fehlt noch. Und in gut einem Jahr wird es dann so aussehen.